wenn wir im systematischen kreativen Denken sind, versuchen wir, diese beiden Phasen, das heißt das Entwickeln von Optionen, das breit in verschiedene Richtungen denken und das Bewerten dieser Optionen und das Zusammenführen und zielgerichtete Sein, das versuchen wir voneinander zu trennen. So wie Sie es jetzt körperlich gerade erlebt haben, Sie können es eh nicht anders. Die schlechte Nachricht ist jetzt, dass Sie das in Ihren Köpfen und in, sehr oft in Gruppensituationen, dass Sie das sehr wohl vermischen können. Und dass wenn sich trennen. Leute bewusst die Erlaubnis geben, dass sie jetzt, sage ich mal, wild oder ungewöhnlicher denken dürfen, das heißt, sie dürfen jetzt mal richtig die Sau rauslassen, kann man sagen, dann sind die Ideen, die sie haben, nicht unbedingt alle total wild und verrückt, aber sie gehen etwas über das hinaus, was sie vielleicht sonst normalerweise so denken würden, einfach dadurch, dass sie sich mal die Erlaubnis geben, ich darf jetzt mal wirklich in ungewöhnliche Richtungen denken. Das ist der zweite Grund und noch wichtiger ist für mich der dritte Grund und zwar, wird es manche wilde Ideen geben, die Ihnen einfallen, wo Sie diese Stimme hören, die Ja-Aber-Stimme, und Sie werden wissen, während Ihnen die Idee einfällt, dass das nicht funktionieren wird, höchstwahrscheinlich, auf welche Frage auch immer Sie gerade versuchen zu lösen. Aber vielleicht können Sie selber oder jemand anders, und das ist die vierte Regel, auf dieser wilden Idee aufbauen und die erweitern und dann daraus was machen, was plötzlich funktioniert oder was plötzlich sehr interessant wird. Das heißt, intellektuell ist das ganz einfach zu verstehen, was ich Ihnen erzähle, aber es ist ein bisschen wie im Fitnessstudio, Sie müssen die Übung machen und Sie müssen das wirklich versuchen, in eine Gewohnheit zu bringen und dazu müssen Sie sich am Anfang ein bisschen wirklich dran erinnern und dann versuchen, das wirklich zu tun, weil dann erst werden Sie merken, dann machen Sie Fortschritte und dann fällt es Ihnen leichter.